Temperaturen von 1400 Grad, höchste Konzentration, keine Fehler und das alles unter Zeitdruck. Für die Mitarbeiter der Dorotheenhütte in Wolfach sind es an diesem Tag nicht gerade die einfachsten Arbeitsbedingungen. Denn der Hafen zur Glasschmelze im Ofen muss gewechselt werden. Eine Herausforderung, der sich die Glasmacher etwa alle 20 Wochen stellen. Dieser Hafen, dieser Topf, in dem wir täglich Sand schmelzen, der verschleißt im Laufe der Wochen. Und dann wird er irgendwann dünner, dünner, dünner und bevor er bricht oder Löcher bekommt, muss er ausgewechselt werden, frischer, neuer rein. Und das natürlich bei den Temperaturen von weit über 1000 Grad. Der Hafen oder auch Topf ist das Herzstück des Ofens und entscheidend für die Qualität des Glases. Beim Wechsel darf nichts schiefgehen, denn ein Fehler könnte den ganzen Ofen zerstören. Wenn die da eine halbe Stunde vorne brauchen würden, um den alten Hafen raus, weil es den im Ofen in Einzelteile zerlegt und die dann irgendwo festpacken, solange können wir die Temperatur nicht halten, da ist ein Risiko, dass der gesamte Ofen, das Gewölbe zusammenbricht. Total schade, wäre der Ofen kaputt. Die Mitarbeiter der Dorotheenhütte sind ein eingespieltes Team und verlassen sich aufeinander. Dennoch ist der Hafenwechsel an diesem Tag nicht ganz einfach. Die unterste Steinreihe ist mit Glas verklebt. Ein Zugang zum Topf ist so nicht gleich möglich, sondern das Glas muss erst abgetragen werden. Und trotz der Schutzanzüge ist der Job nicht ganz ungefährlich. Wenn selbst so ein Tropfen Glas irgendwo auf dem Schuh ist, sind Sicherheitsschuhe, die die Mitarbeiter aber auf irgendeinem Material fällt, der hat so einen Energiegehalt, so heiß, der brennt sich doch relativ vieles durch. Schließlich gelingt es den Männern und Frauen, den Hafen freizulegen. Und dann muss alles ganz schnell gehen. Mit einem speziellen Gabelwagen ziehen die Glasmacher den glühend heißen Topf aus dem Ofen. Der Gabelstapler steht schon bereit, um den Topf nach draußen zum Abkühlen zu bringen. Den Mitarbeitern steht die Anspannung ins Gesicht geschrieben. Doch das heikle Unternehmen gelingt und schließlich steht der Topf draußen. Man kann sich auf die Leute verlassen, jeder weiß, um was es geht. Es hängt viel davon ab, also wenn das ganze Sache jetzt hier in die Hose geht, dann haben wir mehr als nur einen Produktionsausfall von einem Tag. Und deswegen ein gutes Team ist das A und O. Bevor der neue Hafen eingesetzt wird, muss der Ofen wieder an Temperatur gewinnen. Das dauert etwa eine Stunde. In der Zwischenzeit bereitet das Team den neuen Hafen vor. Dieser selbst ist eine ganz neue Entwicklung. Wie beim Glas ist auch hier der Grundstoff Sand. Und das ist eigentlich das Herzstück von dem Ofen, weil alles, was jetzt rohstofftechnisch bei uns geschmolzen wird, also der blanke Sand und die ganzen Zutaten, die dann bei uns noch ein bisschen geheim sind, schmelzen in dem Hafen bei sehr hoher Temperatur. Und in dem Hafen hat man natürlich Lösungsverhalten. Und wenn man nur Sand lösen kann, dann bleibt zum Schluss nur Glas übrig. Und das ist das Schöne, man hat wenig Verunreinigung. Das Einsetzen des neuen Hafens geht schnell und ohne Probleme. Die letzten Steine werden gesetzt, um den Ofen wieder zu verschließen. Für rund 20 Wochen wird der neue Hafen nun seine Dienste in der Wolfacher Dorotheenhütte tun.